Herzlich willkommen heute Morgen auch von meiner Seite. Die drei SIDA-Projekte, die haben Sie auch schon gezeigt, dass hier auch ein Umdenken stattfindet. Und eine der Aussagen waren, wir brauchen Experten im Ökosystem. Wenn wir das weiterdenken, dann brauchen wir eigentlich, und dann noch einmal aufs Gebäude hindenken, dann brauchen wir eigentlich viel mehr noch, weil die Komplexität natürlich am Gebäude steigt. Das ist das, was wir tun dürfen. Als Innovationslabor dürfen wir viel neue Dinge angreifen, aber auch Altbewährtes zusammenfassen. Und wir haben natürlich viele gute Technologien in der Bauwirtschaft, wo wir mit CO2-Abscheider zum Beispiel, Wärmepumpen, die ganzen Gebäudetechnologien, die natürlich hier jetzt kommen, um dem Klimawandel zu begegnen, die könnten wir mit einer guten Synergie, mit naturbasierten Lösungen eigentlich im Einklang bringen. Das ist das, was auch unsere Botschaft ist. Wir wollten eigentlich uns wieder mehr besinnen und naturbasierte Lösungen hier einbinden. Das war der Grund, warum wir 2017 das Innovationslaboratorium Stadtbau gegründet haben. 2011 haben sich Vera Enzo und ich kennengelernt. Ich komme aus der harten Bauwirtschaft, Gebäudetechnologie, und sie kam aus der Vegetationstechnik, und wir haben mit jeder was gehabt, dass wir gesagt haben, wie wäre es denn, wenn wir unser Wissen zusammenlegen und Pflanzen als Baustoff nehmen. Mit der Idee haben wir angefangen, und so kam das erste Projekt. Und heute dürfen wir 5 Jahre lang hier das Innovationslabor, das erste in Österreich für die grüne Stadt hier leiten. Und unser Eigentümer ist der Verband für Baurechtsbegrünung. Und unsere Vision ist eigentlich, jedes Haus zu begrünen. Sagen wir es einmal so. Die Mission ist ein bisschen vorgegeben, weil hier das Ministerium, das BMIT und die Stadt der Zukunft, dann die FÖG und 50% Basisfinanzierung gibt. Und daher ist es eine Kompetenzstelle für Bauwegsbegrünung hier und ein Open Innovation Ansatz. Was heißt das jetzt, ein Innovationslabor? Wir arbeiten ein bisschen anders. Wir arbeiten mit der Wissenschaft, mit der Wirtschaft, mit der Politik, mit der öffentlichen Hand, aber auch mit der Bevölkerung. Was ganz wichtig ist, wenn man ein Thema, wenn man einen Kulturwandel bewirken möchte. Ganz kurz nur, unser Eigentümerverband für Baurechtsbegrünung als solches existiert schon seit 1991 und ist auch für die unabhängigen Richtlinien und die Standards sehr zuständig, aber auch für die Zertifizierungen. Und das, was auch schön ist, ist, bei uns im Büro ist auch der Sitz von dem Europäischen Dachverband, den der Verband für Baurechtsbegrünung mitgegründet hat. Das heißt, wir richten auch unseren Blick natürlich in die Europäische Union. Heute arbeiten wir mit mehr als 340 Partnern, mit 3 Boards, wo auch die Wissenschaft zusammenarbeitet mit uns, weil eine unserer Aufgaben ist es auch, schnell das Wissen von der Wissenschaft in die Wirtschaft zu tragen und schnell Umsetzungsprojekte zu forcieren und voranzutreiben. Deswegen brauchen wir auch Interdisziplinarität. Jeder von uns, wir sind zurzeit 8 Köpfe, kommt aus einem ganz anderen Bereich. Von Kulturtechnik, Wasserwirtschaft, Photovoltaik, erneuerbare Energie, aber auch natürlich Design, ganz wichtig, Raumplanung, Städteplanung, Landschaftsplanung, Vegetationstechnik. Die ganze Wertschöpfungskette muss einfach abgedeckt sein, wenn wir Erfolg haben möchten und Bauwerksbegrünung hier ausrollen wollen. Dazu haben wir auch mehrere Infrastrukturen gebaut. Das eine ist der Boogie, das ist ein Showcontainer mit mehreren 16 Technologien zum Angreifen. Der geht auf Roadshow, ist in mehreren Städten, heute ist er gerade in Wiesenburg. Und wo wir auch darauf Wert gelegt haben, ist, dass wir mit vielen Grafiken arbeiten, um das Thema Leistungen der Bauwerksbegrünung und Leistungen der Pflanze am Gebäude einfach weiterzutragen. Wir arbeiten da mit mehreren Firmen, die auch ihre Systeme am Boogie ausstellen. Und auf der Webseite können Sie ihn auch digital anschauen. Ja, wieso sollen wir eigentlich Häuser begrünen? Warum eigentlich? Auf der einen Seite, weil, wenn Sie diese Karte anschauen, dann sehen Sie, dass Österreich da einen Liederstreifen durchgezogen hat. Das hat Deutschland zum Beispiel nicht so hier. Das heißt, bei uns findet der Klimawandel ganz anders statt als in anderen Ländern. Natürlich, die Schweiz ist genauso betroffen und die Pyrenäen auch noch. Aber wir werden eine Veränderung spüren, auf der einen Seite in der Rückgang der Biodiversität und der Artenvielfalt, aber auch das Niederschlagsmuster wird sich verändern. Es wird stark regnen, viel regnen, Hagel, dann wird es wieder längere Dürrekorridoren geben, und auf das müssen wir uns ausrichten. Und die Gebäude der Zukunft, die werden auch nicht mehr nur Gebäude sein, sie werden Energieproduzent sein, sie werden Energiespeicher sein. Aber als solches müssen sie auch noch lebenswert sein. Wir müssen diese Gebäude natürlich auch leben. Und
jede Art von Pflanze dient auch dazu, dass wir eigentlich uns selber auch wohlfühlen. Der andere Aspekt ist, dass wir 8,8 Milliarden Euro an Schäden nur in den Gebäudesektoren werden wir rechnen. Und so ein Uhrenabgang, jetzt wie es in Tirol stattgefunden hat zum Beispiel, das ist natürlich noch einmal ein stark Regenereignis. Wir sprechen da von 41 Milliarden Euro, das pro Jahr auf uns zukommt. Das ist sehr viel. Ja, und wir sind auch nicht Vorreiter in unserer CO2-Einsparung. Wir sind einer der, wenn man das Viertel anschaut, da haben wir noch etwas Luft nach oben. Das heißt, unsere Treibhausgasemissionen, die müssen wir auch im Auge behalten. Wenn wir über die Grenze schauen in andere Länder, das ist Australien. Und schauen, Australien hat schon teilweise 5 Grad mehr, die kämpfen hier schon sehr stark mit dem Klimawandel. Und wenn wir uns anschauen, welche Maßnahmen sie setzen, also Mitigation heißt ja, im Gegensatz zu Adaption ist schon proaktiv, man denken. Und da sehen Sie schon Wind Protection zum Beispiel, aber auch grüne Fassaden, natürlich Dachbegrünungen hier, aber auch offene Wege, Retention. Und wenn wir uns die Forschungsgebiete anschauen, in denen diese Länder investieren, von links nach rechts, die Präsentation bekommen Sie, weil das können Sie wahrscheinlich von daher nicht lesen, dann sehen Sie hier auf der ganz rechten Seite, da werden Technologien gesucht, wo die Oberflächen quasi Knotenpunkte haben, damit sie die Wärme absorbieren und dann auch noch das Gebäude kühlen. Eigentlich all das, was Pflanzen tun, das ist naturbasierte Lösung. Und da stehen wir in Konkurrenz zu Entwicklungen am Markt eigentlich, die vorangetrieben werden und könnten eigentlich mit anderen naturbasierten Lösungen ganz, ganz gut eigentlich da arbeiten. Dass Pflanzen berechenbar sind, das wissen wir. Das ist eine Simulationssoftware, die nennt sich Greengrass, es gibt ein paar andere auch, Mukoklima zum Beispiel, Envimed. Man kann, und das ist ein Beispiel anhand von Biotoxicity, man kann ganz genau heute ausrechnen, wie viel Wasser braucht eine Pflanze, wenn sie wo, mit welchem Substrat eingesetzt wird, wie viel CO2 wird dabei gespeichert, was ist die Windresistenz, was wäre denn, wenn wir die Gebäude um 5 Grad nochmal drehen, wäre dann das Gebäude besser gekühlt? Wie ist der Abflussbeiwert, wie ist eigentlich die Dämmwirkung von einer Pflanze? Und so schaut das dann aus, von links nach rechts. Links ist dann der schlechteste Fall. Gar keine Bepflanzen, die Oberflächen versiegelt, null Wert praktisch. Und ganz rechts ist eine intensive Dachbegrünung, also viel Wasserretention, begrünte Fassaden und maximale Entsiegelung. Und wenn wir die Wärmebild dann Aufnahmen dann anschauen, also das wird jetzt gerade gebaut, das ist Biotoxicity, das ehemalige Coca-Cola-Gelände, dann sehen Sie ganz genau, das Bild, diese klimatische Berechnung hier auf der rechten Seite, da können wir sagen, diese Bewohner hier, und das sind ja doch 2000 Leute, die da reinkommen, die können das Fenster danach aufmachen und können quasi nächtlich kühlen. Das kann links, ist das nicht möglich, links muss man den Klimaanlagen installieren und wir können dadurch auch den Energieverbrauch reduzieren. Die andere Möglichkeit ist, dass wir einen Grünflächenfaktor hier, was sehr spannend ist, auch für Gemeinden, integrieren und was jetzt kommt ab 1. Jänner 2020 ist, dass dieser Grünflächenfaktor, der auch von der Hofer entwickelt worden ist, in unsere Gebäudezertifizierung in Österreich implementiert wird. Das heißt, wir werden in Zukunft, wenn wir unseren Gebäudeplan sehr gut mit überlegen, was hat eigentlich die Umgebung für unser Gebäude hier für eine Auswirkung und können wir das berechnen und können wir einen Maßstab setzen, wie grün wir brauchen. Ja, wir können das. Und dieser Faktor kommt dann in die Gebäudezertifizierung vom Klimaarchiv hinein. Dass wir Pflanzen bemessen können, das wissen Sie sicher noch besser als ich. Der Leitfaden von Fassadenkultur in der Stadt Wien ist leider noch immer nicht veröffentlicht, aber darin können Sie ganz genau nachschauen, wie hoch hat eigentlich eine Pflanze an einem Gebäude angebracht werden. Was ist das Können von einer Pflanze? Und wenn wir uns heute fragen, ja, wie viele Nature-Based Solution-Lösungen können wir eigentlich in der Stadt umsetzen oder am Gebäude umsetzen? Dann haben wir dafür auch eine Antwort, es sind 12, ganz genau. Vom Biodiversitätsdach, dem solaren Gründach, dem bodengebundenen Fassadenbegrünung, da geht dann nachher noch so ein bisschen Oberbichler darauf ein, bis zum Schrägdach, der Steildachbegrünung, die wandgebundene Fassadenbegrünung, das Extensivdach, die Tiefgaradenbegrünung, die begrünte Lärmschutzwand, das Retentionsdach, der Dachgarten und die Innenraumbegrünung. Das heißt, mit diesen 12 Maßnahmen sprechen wir hier. Und was ist jetzt der Nutzen auf der Gebäudeebene?
ja, auf der einen Seite quasi, das ist unser Ziel, wir müssen diese 1,5 Grad erreichen. Wir haben jetzt gerade bis Weihnachten müssen wir unseren Referenzplan abgeben, beziehungsweise haben wir schon abgegeben, das heißt, wir müssen uns im Gebäudesektor sehr anstrengen. Und ab Ende 2020 kommt ja uns die Niedrigstenergiegebäudeverordnung heraus. Das heißt, das alles steht im Eingang hier mit der Nature-Based Solution hier am Gebäude anzubringen. Und wenn wir uns anschauen, was die Zukunftsthemen im Gebäude sind, dann ist das auf der einen Seite die passiven Strategien stärken und auf der anderen Seite die aktiven. Was heißt das? Wenn ich Pflanzen dazu auch nehme, ein Gebäude zu kühlen und zu dämmen, dann kann ich mir den Energieverbrauch hier minimieren. Dann kann ich auch wieder natürlich lüften und es hilft mir quasi dem Gebäude eine Gebäudeoptimierung. Im Gegensatz dazu steht auf der rechten Seite das Einbringen von erneuerbarer Energie. Ist auch wichtig, aber wenn wir den rechten Teil vermindern können durch den linken Teil, dann wäre es optimal. Ja, ein paar Fakten, warum eigentlich Baurechtsbegrünung sehr gut auch am Dach helfen, die Lebenserwartung zu stärken ist, weil hier die Temperaturschwankungen geringer gehalten werden und weil es sich um eine adäquate Kühlung handelt. Sie alle werden schon einmal mit einer nassen Haut draußen herumgegangen sein, dann werden Sie gemerkt haben, dass es kühl geworden ist, wenn der Wind gekommen ist. Das ist eigentlich, das ist gemeint mit der adäquaten Kühlung. Das heißt, dass die Umgebungstemperatur, die Luft hier, die Wärme, die Energie aufnimmt. Das können Pflanzen. Es gibt also gute Synergieeffekte. Und wenn Sie hier anschauen, was hat den stärksten Wirken auf die Kühlung auf einem Gebäude, dann ist es die Begrünung. Es ist doch ein Unterschied, ob es unten gemessen wurde oder oben. Aber letztendlich kann ja eine Pflanze nie heißer werden als ihre Umgebungstemperatur. Und wenn wir an die Lichtsituation schauen, auf der rechten Seite oben das Bild, eine Pflanze wird verwendet als Substitut für mechanische Verschattung. Funktioniert dann gut, wenn es eine Pflanze, eine sommergrüne Pflanze ist, die natürlich die Blätter verliert im Winter und dadurch dann das Licht wieder im Winter hereinkommt. Das ergibt Einsparungen und könnte dann natürlich einiges auch an Betriebskosten einsparen. Und was wir alle wissen, auf der rechten Seite ist die Kurve, dass wenn wir natürlich ins Grüne schauen, ich war gerade gestern in Berlin, da hat der ganze Symposium den ganzen Tag jetzt nur darum gegangen, wie eigentlich der Mensch davon profitiert, wenn er ins Grüne schaut. Die Lüftung könnte auch unterstützt werden durch Fassadenbegrünung, das wissen wir natürlich aus der MA 48 hier. Und die Einsparungen mit Energie, eine Photovoltaikanlage in Kombination mit Begrünung spart bis zu 8%. Also das heißt, der Ertrag wird hier höher. Da klicke ich jetzt etwas schneller durch, weil ich jetzt auch nochmal 7 Minuten habe. Wasser, ja, das ist ein großes Thema bei uns als Grauwasser und als hier zur Verwendung, das kommt das Thema, da arbeiten schon die Energietechniker dran, dass sie sagen, wie viel Wasser kann ich denn hier mit, wie viel Grauwasser fällt an, was kann ich mit dem Grauwasser an Wärmerückgewinnung in einem Gebäude gewinnen und wenn dann noch Wasser überbleibt, wie viel Grad mit der Fassadenbegrünung kann ich hier installieren, um hier das Gebäude zu kühlen. Ganz ein interessanter Ansatz, aber der richtige natürlich. Schäden natürlich, ja, also jede Art von Fassadenbegrünung und Dachbegrünung hilft hier auch Schäden zu vermeiden, Haken zu vermeiden, CO2 einzusparen und Materialien zu schützen. Durchschnittlich bis zu 20 Jahren mehr am Dach. Das ist auch ein Thema für die Immobilienwirtschaft, die hier natürlich dieses Thema aufgreift schon langsam und sagt, wenn ich dadurch meinen Immobilienwert steigern kann, investiere ich da gerne. Da klicke ich jetzt drüber, das können Sie gerne nachlesen. Das sind noch ein paar Fakten und vieles. Das würde ich da schon lange brauchen. Ja, ja ich wollte noch zu einem Projekt kommen, weil ich soll ja auch mal was Best Practice vorstellen. Da, wo wir angreifen, ist, als Innovationslabor arbeiten wir sehr stark an diesen Umsetzungslücken. Wo gibt es Barrieren? Wo greifen wir an? Wie können wir eigentlich Pflanzen am Gebäude mehr und intensiver umsetzen? Da gibt es sehr viele Barrieren, wie Sie auf der rechten Seite sehen. Von der Komplexität bis zur Finanzierung. Wir hören immer wieder, wenn ich das Geld habe, dann schaffe ich mir doch lieber einen Pool an oder einen Aufzug. Das sind dann immer die Standardargumente, warum jemand eigentlich nicht begrünen will. Oder zum Schluss ist eben kein Geld mehr da, weil man hat es ja geplant, aber zum Schluss ist das Geld dann ausgegangen. Bis zur Terminologie, wo wir einfach die Schwierigkeit haben, wenn jemand einen Wasserauslauf natürlich plant, dann wird damit die Pflanze auch kein Wasser bekommen.
viele Barrieren. Dazu haben wir auf der Webseite viele Informationen, rechts auch mit Grafiken, können Sie gerne mit iPhone Q viele Informationen holen. Und auf der anderen Seite haben wir eine Karte, wo Sie sich selber verorten können und schauen können, wo ist das nächste grüne Gebäude? Welche F&E-Projekte, welche Forschungsprojekte finden gerade statt? Wir haben gerade 16 Projekte an Forschungsprojekten laufen. Viele auch in Stadtgemeinden, die hier dieses Grün statt Grau-Prinzip, viele nennen es auch schon so, auch leben wollen. Und einfach sagen, sagt uns gute Beispiele, sagt uns, wie es geht, bringt viele Ideen ein. Das ist unsere Rolle in diesen Projekten. Bis zu Produkten, welche sind zertifiziert, wo sitzt welcher Partner, was kann ich mir wo anschauen. Dazu gibt es die Datenbank. Und was wir auch gebaut haben, ist, wir haben einen gratis Screening-Check, haben wir auf der Webseite installiert, entwickelt, weil wir einfach gesehen haben, dass immer die gleichen Fragen kommen. Und wenn heute jemand sich die Frage stellt, würde überhaupt ein Gebäude begrünbar sein, was heißt das? Finanziell, technische Machbarkeit. Dann gibt es diesen 16 Schritte und Erstberatungscheck und die können durchklicken und können sich ja mal viele Fragen stellen. Ist also für Gemeinden sehr wichtig. Und was wir dann auch erkannt haben, ist, dass die Qualifizierung eigentlich für das Thema Bauwegsbegründung forciert werden muss. Und dazu haben wir auch gerne jetzt den ersten Kurs hier in der Weiterbildung, einen Qualifizierlehrgang in 4 Abschnitten. Und der letzte Abschnitt ist eben, einen so einen Greening-Check durchzuplanen mit den Experten. Arbeiten wir natürlich mit allen Partnern von uns zusammen, um hier das Thema zu forcieren. Das andere, was wir erkannt haben, ist, es gibt keinen Markt davor. Wir wissen eigentlich gar nicht so richtig, wie groß ist eigentlich der Markt, wie wird der Trend sich entwickeln, was gibt es für Greening-Shops, wie viele gibt es hier, wie viel wird eigentlich verkauft. Wird auch ab Anfang nächsten Jahres dann fertig werden. Das ist unser Green Market Report für Österreich und wir arbeiten auch mit allen EU-Ländern zusammen. Ja, das sind unsere Leistungen und wenn ich noch auf das Projekt 50 Grüne Häuser kurz eingehen darf, das haben wir gestartet, weil wir einfach gesehen haben, dass hier natürlich gibt es gute Systeme, aber das Problem ist, es hat eine Förderung in der Stadt Wien gegeben, die wurde nicht ausgeschöpft. Warum? Weil hier die Abwicklungs- und Genehmigungsprozesse so kompliziert waren und wir in Wien einfach Vorgaben haben, von der Gehsteigbreite angefangen bis über die Fassaden, welche Art, welche Gebäudetypologien, ist dort ein Wärmedämmverbundsystem drauf. Deswegen haben wir dieses Projekt gestartet und haben uns eine Ausschreibung gestartet, wo wir gefragt haben, bitte meldet euch, wer will sein Gebäude begrünen. Im Forschungsprojekt hatten wir das Geld dazu auch hier die Module, diese Tröge hier gratis zu vergeben, die ersten 50 jedenfalls, und sind draufgekommen, es haben sich 150 Einreichungen, 150 Personen haben sich gemeldet und gesagt, ich möchte mein Gebäude begrünen. Von den 150 wurden es aber nur 15. Warum? Weil wir mit dem Mieteigentumsgesetz dann nochmal eine Schwierigkeit haben. Das werden wir in der E-Mobility-Anbindung genauso erleben. Wir brauchen 100% Zustimmung, wenn ins Gebäude hineingebaut wird. Das ist die Schwierigkeit, mit der wir hier kämpfen. Und wir haben deswegen einen Druck entwickelt, der jetzt vielleicht nicht Hightech ist, aber er entspricht den Ökokaufkriterien. Die Stadt Wien akzeptiert ihn für diese Förderung und hat eine Konstellation, die die Bewässerung relativ einfach macht, aber dieser Druck wird nur vergeben, wenn es ein Pflegekonzept gibt. Es ist ganz wichtig natürlich, jedes Gebäude so zu planen, dass auch im Nachhinein es gepflegt werden kann und auch dauerhaft dann grün ist und Freude natürlich macht. Das ist das Grundfassadenmodul Bertha, das ist das, was es kann. Es ist also bewilligungsfrei von der Baupolizei, es hat einen minimalen Pflegeaufwand, es braucht einen Pflegevertrag, das heißt, es ist alles durchgedacht. Das war das Spannende dabei, in so einem Paket heranzugehen an die Immobilienwirtschaft, an die Hausverwaltung, an die Bauträger, um zu sagen, ihr braucht euch um nichts kümmern. Ihr habt da eine Vollmacht, da habt ihr die rechtlichen, habt ihr das rechtliche geregelt. 10 von euren Mietern wollen das haben und wenn ihr das macht, dann bekommt ihr diese Förderung und so wird es umgesetzt. Das ist so, wie wir herangehen. Ich glaube, so muss man an die Dinge herangehen, weil mit 10 Gewerken auf einer Baustelle dann zu koordinieren und zu sagen, wer nimmt das jetzt und wer koordiniert das dann, das ist nicht so einfach. Ja, und die Bevölkerung natürlich einbinden von Anfang an. Wir haben Renderings gemacht, wir sind durch die Bezirke gegangen, Fotos gemacht, haben sie nachher begrünt. Das ist eine Visualisierung, das ist nicht echt. Daher brauchen wir natürlich auch hier
gute kreative Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die uns sowas erstellen. Aber letztendlich wird das eigentlich auf der linken Seite jetzt die Zukunft werden. Wir arbeiten an einem Projekt dran, das ist ein iPad, die Amina hält das gerade auf einem Platz und ein Parkett wird gezeigt, wie es ausschaut. Das heißt, diese Visualisierungen hier auch den Menschen weiter also zu bringen und zu sagen, stellt euch einmal vor, das bewirkt viel. Letztendlich können wir nur, haben wir nur zwei Möglichkeiten. Auf der einen Seite über Fakten und Daten gehen und Bauwegsbegrünung mit all ihren Leistungen und Vorteilen aufzählen und mit Fakten belegen. Das können wir, das haben wir alles, man kann es berechnen. Aber auf der anderen Seite müssen wir auch über die Emotionen gehen, um hier das Grün mehr zu forcieren. Und das können wir natürlich, wenn wir auch digitale Medien nehmen. Und auf der rechten Seite hier, da sehen Sie, das ist ein Spiel. Da haben wir in einer Kretzeloase für Stadtoasen, in einem Bezirk haben wir ein Spiel daraus generiert, damit wir auch den Menschen bewusst machen, wie DKD, was es eigentlich heißt, die zu begrünen. Was heißt das, was wie viel kostet das, welche Pflegemaßnahmen muss man hier aufsetzen. Und das war super spannend, weil so stärkt man auch das Bewusstsein der Menschen, die dann genau wissen, wenn ich mir heute eine Pflanze anschaffe, dann habe ich auch eine Verantwortung. Ja, Erfolgsfaktoren ist die Begrünungsmaßnahmen als langfristige Strategie anlegen und weiterlegen. Und wir wissen, dass kein Grün ohne Blau möglich ist, aber es ist auch kein Blau ohne Grün möglich. Es muss gute Überzeugungsarbeit geliefert werden und technische Innovationen hier vorantreiben. Gut, ich habe auf der Präsentation jetzt bekommen, hier noch einige Bilder von Beispielbildern, aber die gebe ich Ihnen einfach mit, weil meine 20 Minuten sind um.